machen heute mal ein paar Sachen, die Sachen machen. Und zwar habe ich die Pumpe wieder aufgestellt. Nochmal. Habt ihr jetzt aus dem Bereich der Enderkühlung rausgeholt? Bedeutet, wir können die Enderkühlung wieder anschmeißen und dann mal gucken, was da passiert. So. Mal gucken. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Rohre. Wir haben jetzt kein Erz. Kein Erz dauerhaft im System drin. Und das ist toll. Weil alles ausgezogen wird. Außer bei Kohle, da muss ich nachher gleich nochmal nachgucken. Aber an sich sollte da alles passen. Auch. Tatsächlich. Ich habe da das Gold vergessen im Filter. Danke. So. Ja, dafür ist scheinbar kein Gold da. Okay. Ja, deswegen ist er auch leer. Der ist verständlich. Ja, passt schon. Deswegen wird es eigentlich Zeit, mal die Enderkühe anzuschmeißen wieder. Ohre. Kommt jetzt das Kohle? Ja, das kommt immer wieder. Was ist denn los mit dir? Wie kriegen wir das denn verarbeitet? Wir müssen doch irgendwie rauskriegen. Wenn denn nochmal wieder was kommt, dann müssen wir die Kohle auch wegkriegen. Ritual Chamber, oder sag mal. Ich würde sagen, wir machen das mal ganz billig und packen das damit rein. Sofern wir denn noch einen Itemfilterplatz vorfinden. Sonst ist das irgendwie sehr merkwürdig, dass es gerade so gereicht hat. Stone benötigen wir ein paar. Dann benötigen wir noch eine Conduit Facade und wie heißt es? Conduit. Zwei Stück. Und ein Item Filter. So. Sprechen wir wieder normal, wie normale Menschen. Und dann machen wir das mal fix fertig. Ich habe davon zu wenig geholt. Conduit Fassade in Stone. So. Zack. Oh, Fluid Conduit. Ah. Item. Item. Gegenstandsleitung. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch übersetzt wurde. Ob das auch so ein auf Teufel komm raus Übersetzung ist, weil das habe ich bei so einem Hersteller mal gesehen. Oh Gott, da kriegst du ja Krebs, wenn du das siehst. Was das zum Teil übersetzt wurde. Auch Fachbegriffe, die eigentlich im Englischen als gegeben akzeptiert werden, sind Englisch, wurden da auf Biegen und Brechen übersetzt. Das sieht natürlich entsprechend doof aus und man weiß damit fast gar nichts mehr anzufangen. So, Kohle müsste sich jetzt nun in Kürze hier drinnen befinden oder da drinnen befinden und dann sollte sich eigentlich das Problem gelöst haben und dann können wir mal die Ender Curry guten Gewissens anschmeißen und um unseren Stromüberschuss etwas zu verringern und noch mehr Ressourcenüberschuss zu erzeugen. Easy. Und vielleicht haben wir dadurch auch immer mittelfristig mehr Jellurium, als wir das jetzt schon haben. Wir könnten das nochmal überprüfen, bevor wir das jetzt anschmeißen. Aha. Es wird sehr langsam weniger, aber es wird weniger Jellurium. Muss man wissen. Gut, zurzeit habe ich das Teil richtig heftig aufgedreht. Den Reaktor. Das läuft eigentlich auf fast volle Pulle. Ich glaube, drei sind nicht an. Und das ist schon nicht wenig. So, hi. Hi, hi, total. Jetzt sollten wir etwas mehr Strom verbrauchen. Gehe ich von aus. Vielleicht sehen wir schon etwas, was da passiert. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Was haben wir denn eigentlich so einen Output? Ah, das kannst du nicht genau sagen. Schade. Sieht schon mal fast besser aus. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt so Round-Robin-mäßig immer ihre Energie nur abgeben können. Aber das kann ja eigentlich nur besser sein, als es vorher war. Das wäre Sache Nummer 1. Sache Nummer 2 befasst sich wieder mit dem Dorf, denn da habe ich schon mal zwei Häuser vorgebaut. Bevor ich da jetzt mehrere Parts verbringe, einfach mit irgendwelchem Häuserbau,
nur mit Häuserbau. Wollte halt ein bisschen was anmachen. Ich werde natürlich noch was nachdekorieren und so, aber an sich nur das grobe Haus inklusive der Spiegelung davon habe ich halt erstmal schon mal gebaut. Dann kommen noch zwei hin. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal ein bisschen um Infrastruktur, die hier noch hin muss. Nämlich ein kleines Travohäuschen und Straßenbeleuchtung. Dafür wollte ich, wie gesagt, mal Immersive Engineering probieren. Mal gucken, wie sich das so schlägt. Immersive. So, das kommt raus. Das dauert noch eine Weile, weil unser Essenz-Wellfarm ist nicht so schnell. Wir haben doch irgendwo Powered Lantern. Die sind ja auch billig zu machen. Machen wir mal ein paar. Oh. Ach. Könnte reichen. Ich denke mal, dass man sie nicht mit Universal Cable anschließen kann. Aber das können wir mal ausprobieren. Cell. Die sind alle leer. Gehe ich von aus. Dann machen wir uns mal einen kleinen Testaufbau und gucken, ob wir das jetzt mit diesen schönen Universal Cable kriegen, die selbst IC2 vertragen, oder ob wir da irgendeinen scheiß proprietären Mod-Kram benötigen. Red. Bist du jetzt an oder bist du aus? Ich glaube, du bist aus. Nehme ich stark an. Aber das ist ja an sich kein Problem. Das kriegen wir ja schnell hin. Red. Das ist schlimm, wenn du mehr auf anderen Tastaturen schreibst als auf der zu Hause, weil du dann auf der von zu Hause nicht mehr klar kommst. Nicht mal so wirklich. Nun komm, eben ist mein Internet zurzeit scheiße. Das ist nicht schön. Zumindest was jetzt hier die Reaktionszeit anbetrifft. So, du hast damals mehr Powered Lantern rausgekriegt? Okay. Wir brauchen einen LV Wire Coil. Okay, habe ich mir schon gedacht, dass das die Variante ist. Da. Also ist nicht teuer, aber musst du craften und so. Und das ist wirklich nicht viel, was man da braucht. Erstmal brauchen wir einen Plan. So, dann packen wir das mal weg. 64 könnten nämlich wahrscheinlich reichen. Wir brauchen erstmal ein paar LV Wire Connector. Dafür brauchen wir Hardened Clay. Wir haben nur normalen, also Dirt. 1, 2, 3, 4. Scheiße, das kann jetzt ewig dauern, aber ich glaube, dass wir noch was da drin haben sollten. Ja, 1, 2, 3, 4. So, damit kann man schon mal arbeiten. Dieses Zeug packe ich jetzt im Ofen. Das brate ich dann durch. Und dann können wir damit weiterarbeiten. Zack, 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 zack. So, das war leer. Das wären die Wire Connector. Dann würde ich sagen, brauche ich auch ein paar LV Wire Coils. Sollte reichen. Dann machen wir mal noch ein paar. Machen wir Strommasten oder was unterirdisch? Ich würde sagen, wir machen Strommasten allein wegen der Optik. Dafür brauchen wir, glaube ich, so eine Impregnated Fences, ne? Treated Stick, Treated Wood Planks, Buds. Glas. Wir brauchen Glas Bottles. Bottle of Glass, Glas Bottles. So. Wir brauchen Glarf. Machen wir ein paar. Nicht so viele, aber wir wollen ja nicht übertreiben. So, jetzt machen wir mal das Zeug voll mit Creosote, weil das die zurzeit einzig sinnvolle Verwendung für Creosote ist, abgesehen vom Kraftwerk. Gut, aber ich habe hier so einen geringen Überschuss und den kann man ruhig mal hier verbraten. Zumindest teilweise. Der Tank ist ja jetzt schon wieder halb voll. Das ist Wahnsinn. Da muss ich halt in Kürze nochmal das Fass anschließen, damit es mal nach und nach ein bisschen voll wird. Das kann nämlich 65.536 Bucks aufnehmen. Was in etwa dem Dreifachen dieses Tanks entspricht. Ein bisschen mehr noch, aber so circa das Dreifache. Während sie das füllt, füllt sich der Tank auch noch ein bisschen. Also dreimal leer machen kannst du den schon und solltest du dich um ein weiteres Fass kümmern oder
das ist irrelevant geworden, weil du dann eh nicht mehr zockst auf der Map. Aber gut, wir werden nicht so viel Creosote verbrauchen, als dass das irgendwie das sehr stark beeinflussen würde. Jetzt brauchen wir 74 Buckets. Mein Gott, das haben sie ja in 10 Minuten wieder drinnen. Okay, ist denn so. Das hat mich, glaube ich, auch davon abgehalten, Immersive Engineering zu Anfang zu benutzen. Ganz wichtig, sonst machst du dir Kisten ohne Ende. Das wäre nicht gut. So. Brauchen wir das Holz noch für was anderes? Oder ja, das könnten wir für was anderes brauchen. Aber hauptsächlich möchte ich daraus Sticks herstellen. Zack, zack. So, dann machen wir uns mal hier diese Copper Coils. Das haben wir schon gemacht, ich trottel. Machen wir jetzt uns mal hier ein paar Zäune. Ja, das sollte reichen. So viel brauchen wir von den Teilen auch nicht. Zack. 21 Wooden Posts. Dann brauchen wir einen Engineer's Hammer, um diesen zu bearbeiten. Dann brauchen wir einen Cutter, um da wieder zurückzuschneiden. So. Wobei, ich bin jetzt doch schon ein bisschen vorbelastet von der Mod, weil ich halt schon mal ein bisschen rumgetestet habe im Vorfeld. Da weiß ich schon mal ungefähr, was man da machen muss, um irgendwas zu erzielen. Aber ist ja nicht schlimm, umso schneller kommt man voran. Und dann kriegt man auch mal was auf der Kette. Infrawire Connector geht noch. Infrawire wäre schon ein bisschen gut. Eisen machst du da draus. HV-Wire Connector wäre Aluminium? Bei HV? Bist du bescheuert? Kupfer hat eine bessere Leitfähigkeit als Aluminium, du Vollidiot. Warum? So, genug Flug geschissen. Das ist irgendwie komisch. Warum sollte Aluminium in Verbindung mit anderen Mods wohlgemerkt teurer sein als das? Verstehe ich nicht. Ja, war jetzt doch mal viele Connector, aber okay. Ich würde sagen, das Verteilernetz mache ich hiermit. Oder? Und die sind auch Schwachsinn. Habe ich da wirklich nur die Beleuchtung? Eigentlich nur Beleuchtung damit machen, weil den Rest ist ja gar nicht. Wir brauchen einen French. Reißen wir das mal alles hier weg. So. Und probieren das mal aus, wie das. Machen wir mal einen Feldversuch. Unten. Dann versuchen wir mal so einen Straßenzug zu beleuchten, indem wir hier das Teil hinstellen. Oben machen wir eine Schnittstelle, wo wir das Zeug rausführen. Dann brauchen wir einen Cable Connector. Das ist immer die Schnittstelle zu so einer Maschine, die das nicht direkt unterstützt. Mit 256 RF drauf. Zack. Haben wir unseren Pfosten. Diesen Pfosten bearbeiten wir mit dem Engineer's Hammer. But. Dann machen wir da oben drauf. Brauchen wir gar nicht. Guck mal, das kannst du wegmachen. Powered Lantern oben drauf. So. Dann machst du Alpha Wire Coil dahin, Alpha Wire Coil dahin. Connection is obstructed. Du bist gleich obstructed. Wie? Das könnte vielleicht am Winkel liegen. Dass wir da jetzt erst so ein. Irgendwas machen müssen, damit es passt. So. Gab es denn nicht noch so ein Weiterleitungsteil, so ein LV Wire Relay oder so? Ich glaube nicht, ne? Nö. Andere Sache. Ruppen wir den mal weg. Die auch. Und dann gucken wir mal, ob wir das direkt verbinden können. Wenn wir es direkt verbinden können, dann war das sicherlich nur eine Positionsfrage. Ja, guck mal. Es leuchtet. Und es nimmt ein bisschen Energie, aber okay, das ist ja nicht so schlimm. Wir müssen das jetzt nur hinkriegen, dass wir das auf diese Fehler raufgesetzt kriegen. Weil das halt irgendwie sonst scheiße aussieht, wenn wir das nicht hinkriegen. Sagen wir es mal so. Und wir müssen was finden, wo hier diese Übergänge sind. Obwohl, das ist ja nicht so schlimm, man kann ja auf der anderen Seite machen. So, jetzt holen wir uns mal die Cutter, machen das weg. So, ruppen nochmal alles raus hier. Und dann sollten wir das eigentlich auf die Kette kriegen.
Ich würde sagen, wir fangen mal ganz hinten an und platzieren die dann immer in einem Abstand von 16 Blöcken. Zufällig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Block. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Platz. Wollen wir mal jetzt testweise hier noch einen anderen Pfahl, denn da setzen wir jetzt diese Redstone Energy Cell drauf. Zack. Machen da einen Wire Connector dran, dass wir da was anschließen können. Dann machen wir mal hier so. Ich weiß nicht, ob wir die direkt verbinden können oder so ein Connector-Teil brauchen oder so ein Relay-Teil brauchen. Aber ich glaube, bei 11V könnte es auch reichen, wenn wir die direkt verbinden. LV ist dann noch recht anspruchslos. Das wird dann mit zunehmender Geschichte immer ein bisschen mehr. Aber wie es aussieht, passt es. Ich glaube, das ist auch sogar so gedacht, dass man das so macht. Das ist echt geil. Also Massive Engineering ist zumindest zu Deko-Zwecken mehr als geeignet. Das ist ja richtig cool. Was sagt denn so die Energie? Kann man das jetzt irgendwo hier am Connector ablesen, wie viel Energie der verbraucht? Das sind jetzt 4 Lampen. Ein RF pro Lampe. Leck mich doch einer mal am Arsch. Das ist doch geschenkt. Gut, dass ich die Mod doch noch mache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Platz. Zack. Verbinden wir die immer mal gleich schon, damit wir wissen, dass wir uns die verrechnet haben. Das ist schön, dass das denn doch so gut funktioniert. Können wir das einmal rumziehen bis da hinten hin? Da runter ziehe ich es nicht, aber einmal die Straße lang. Und dann gucken, vielleicht mache ich das sogar in den Haushalt noch, aber ich glaube ja nicht so. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16. Hm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, erstmal einen Test machen, ob das denn geht. Wäre doof, wenn ich alle nochmal versetzen muss. Siehst du? Dann brauche ich auch gar nicht mehr als LV machen. Ganz einfach. Wozu? Dieses 256er Netz reicht ja vollkommen aus. Das sieht jetzt zwar vielleicht ein bisschen mehr aus an LF, was das verbraucht, aber an sich ist es total wenig. Kann ich ja mit der billigsten Leitung hier irgendwo ins Kraftwerk anschließen. Dann brauche ich ja eigentlich. Naja, wohl eine Steuerung wollte ich davon schon machen. Dass ich das tagsüber ausschaltet oder ausschaltet, sollte ich zu wenig Strom haben. Aus welchen Gründen auch immer. Bugs sind ja nicht unwahrscheinlich in diesem Modpack. Probieren wir es doch nochmal so weit zu treiben, wie es möglich ist. Wenn ich jetzt hier noch so einen Pfosten hinstelle, kann ich da sicherlich da auch noch die Laterne dran machen. Es war nicht so schön, wenn das so runterhängt, aber es geht. So, dann können wir vielleicht noch da das Teil hinmachen. Zack. Zack. Oh, it's obstructed. Warum ist es obstructed? Warum bist du denn obstructed? So weit weg ist es nicht. Wenn wir das jetzt mal hier machen, dann geht es. Wahrscheinlich. Ne, die Steigung zu steil kann auch nicht sein. Ach, wer weiß das schon. Naja. Aber es funktioniert. Ich würde sagen, mit diesem positiven Ergebnis würde ich mich von diesem Part verabschieden wollen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.